Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valken. So, heute sind wir mit der Daniel ist heute mit dem Valtra M-Serie unterwegs und ich bin mit dem 936 unterwegs. Und wir haben gesagt, wir fahren heute mal ein bisschen in die Berge. Der Daniel fährt mir jetzt wahrscheinlich erstmal hinterher. Damit wir den Steg hier auf jeden Fall auf zweimal geräumt bekommen. Das war ein bisschen versetzt fahren. Über einer links, einer rechts. Abkippt. Ich will dir nichts sagen, es ist gerade ein Problem, ich komme nicht mal mehr auf die Straße zurück. Werde ich wahrscheinlich auch Probleme haben, wenn du schon nicht weiterkommst. Ich will nichts sagen, also kann ich Schild Mausgestalt ein bisschen höher machen? Ich kann. Wie bitte? Warte. Ich kann mit der Maus. Kann irgendwie. Hier ist er. Kann den Fend höher machen. Finde ich mir jetzt was? Mehr Bodenfreiheit. Ja, ich meinte eher, dass deine Schild vielleicht auch höher geht, aber das Schild geht ja nur mit V runter und mit V wieder hoch, gell? Ja. Das ist so ein Scheiß. So, ich muss mal auf die Karte schauen, dass wir richtig fahren. Ja, gut. Ich weiß ungefähr, wo wir lang müssen, und zwar bin ich komplett die ganze Zeit neben der Straße. Ja. Wieder zurück vielleicht? Nee, wir müssen hier vor. Durch den Rasen. Nein, du musst jetzt stark links. Also, oder du bleibst einfach auf der Spur, die ich gerade räume, das geht auch. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Die Straße geht halt eigentlich hier vorne lang. Ja, die ging da vorne links weg. Ja, und ich bin halt nicht rumgekommen. Deswegen habe ich ja gesagt, warum fährst du nicht einfach zurück? Weil ich gerade so schön am Schieben war. Bleib mal stehen. Oder, ja, Verdufer. Ich habe doch ein bisschen mehr Leistung als du, glaube ich. Weil vor dem Berg habe ich jetzt echt Angst. Wenn wir hier schon so Probleme haben auf einer ebenen Fläche. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Traktoren zu groß sind und wir nicht gescheit um die Kurven kommen. Ich habe hier das Gefühl, dass es einfach viel zu viel Schnee ist. Und, achso. Bevor ich jetzt mehr Angst habe, ist, weil es hier jetzt richtig steil gleich hoch geht und da drin eine richtig starke Linkskurve ist. Und ich schiebe gerade mit. Glaub, du musst ab und zu mal den Schnee zur Seite abladen. Ja, dazu nicht einfach. Grad, dazu habe ich jetzt einmal den Schild hochgemacht, weil jetzt ging einfach gar nichts mehr. Ich will nicht sagen, es ging mit dem Auto wesentlich schöner. Oh, Achtung. Mit dem Auto Schnee zu rennen war wirklich eigentlich im Vergleich dazu angenehm, weil da ich soll das Schild vielleicht auch wieder runter machen. Und dann mit viel Schwung hier hoch. Komm schon. Schieb! Weiß ich, was war es? Ich komm super voran. Ja. Ich komm auch super voran, jetzt häng ich fest. Ich habe wieder so eine glorreiche Idee von mir. Weißt du, wir haben hier so Probleme. Ich stell dir mal vor, wir fahren müssen so den Steinberg hochfahren. Ich glaube, da tue ich auch das zu den Steuer abhängen und schon euch auch mit Hacker in die Richtung schieben. Ich glaube, es geht wesentlich angenehmer. Glaube ich angenehmer, ja. Bist du auf der Straße geblieben? Ja. Nee. Doch, die Straße macht einen Linksknick. Das ist ein Feldweg. Ja, ein Feldweg, selber haben wir einen Feldweg geräumt. Das
Das Ding Stau ist... geht doch gerade auch weiter, oder? Nee, klar, nee. Geht nicht weiter. Stimmt. Die Straße ist da vorbei. Und hier vorne beginnt es halt wieder, deswegen bin ich jetzt hier vorgefahren. Und da schon wieder die Schneeschuhe nicht runter. Meine Güte. Ich sehe schon. Wir kommen niemals im Gebirge an. So auf jeden Fall nicht. In die Silberrichtung fahre ich hier mit 20 km/h lang. Was ist denn da los? Jetzt muss ich Tempomat wieder reinmachen. So ein Scheiß. So, zack. Und tschüss. Da steht ein Salzstreuer. Ja, habe ich auch nicht dahingestellt oder so. Nee, natürlich nicht. Ja, verstecken wir den halben Baum im Schnee. Ich habe vorhin die Bushaltestelle zugemacht, also. Dann ist der Baum harmlos, meinst du dagegen? Genau. So, das war's mit der Einfahrt. Die ist weg. Fällt gar nicht auf, dass der Zaun fehlt. Nee, im Winter muss keiner ausfällt. Erstens, das und zweitens, der Wahl, da ist Zaun, das merkt keiner. So. Zu zweit hast du da so gerade so die Chance, dass die Straße vielleicht, wenn du zu zweit durch bist, dann frei ist, gell? Ja. Ansonsten ist. Muss zweimal fahren. Wie gesagt, mit dem Auto ging es schöner. Mit dem Auto bin ich ja schön entspannt mit 25 km/h lang gebrettert. Hätte ich auch gefragt, warum du dich so anstellst, weißt du? Er hat so ein bisschen mal ab und zu gekämpft, aber er ist halt schön gefahren, aber. Ja. Ich hätte doch einen Tempo 39 nehmen sollen statt 36, Mensch. An der falschen Ecke schon wieder gespart. Ja. So, Schildwehr wieder drehen, meine Liebe wieder was. Wieder die Frage, freuen wir den Steinweg, der da hoch geht, auch oder fahren wir eher mal Straßen? Normalerweise läuft man solche Wege nicht. Normalerweise fährst du in so eine Region mit einer Schneefräse, sag ich nur. Habe ich mal gehört, ja. Aber ich weiß, dass das hier so wunderbar gut funktioniert. Also das Schöne ist, hinter dir wirst du denn die Straße wirklich tatsächlich relativ schön sauber sein, meine ich. Vom Schnee her. Ja, das sieht ganz ordentlich aus. Okay, ich kenne mich jetzt auch nur mit 9 km/h hoch oder so, aber... Wir kamen auf die dumme Idee, Straßenreifen auf den Bulldog zu ziehen. Das ist eine gute Frage. Was ist da passiert? Wo? Zaun. Da will der Schnee nicht von der Straße herunter. Das gibt's auch manchmal. Kannst du dir überlegen, ob du mir erstmal hinterher fährst oder ob du da gerade gleich mal geradeaus weiterschiebst? Warte. Muss das wieder hinterher kommen? Ach da, geradeaus weiter. Da wo du den schönen Berg hingeschoben hast. Das Ding ist. Da geht halt die Straße nach links weg und ich bin halt gerade die Straße lang gefahren. Ja, ich fahr gerade so. Ja gut, dann fahre ich jetzt die Straße nochmal zurück und fahre dann auch nochmal die Straße ab, dass die komplett frei ist.
Dann müssten wir hier oben. Übernehme ich dann wieder die Führung wahrscheinlich, wenn du die auch zweimal schiebst. Ja, jetzt würde ich verkehrt rumdenken, wenn ich rückwärts fahren würde. Ja, das ist ein Auto erstmal freischaufen. Ich wollte gerade den Schneepflug mit B anmachen. Ja, moin. Ja, ich glaube, du darfst auch zweimal lang fahren. Ja. So, um zweimal muss reichen, dreimal fahre ich hier nicht lang. Hast du da schon gefahren? Ah, okay. Ich verstehe. Ja, warte. Kannst auch gerade vorschieben, dann schiebe ich den Schnee nicht gerade aus dem Berg rein. Ja. Genau, passt. Es geht eigentlich echt gut mit dem Valtra. Willst du nochmal fahren? Die Strecke? Ja, ich fahre nochmal zurück. Ja. Müsstest du nur ein Stück zurück, damit ich wenden kann. Ja, so fahr halt einfach vorwärts zurück, runter und dann fährst du halt nochmal so hoch. Oder so. Hä? Na, ich wollte jetzt so rein, ja. Dann einfach. Dann einfach, ich komme nicht weiter. Dann einfach den Schnee wieder auf die Straße räumen, okay, verstehe ich. Und ich kämpfe mal einfach hier weiter, gell? Solange ich ein bisschen Fahrt drauf bekomme. Ja, ja, ich mach dann noch weiter. Also halt. Sauber. Den zweiten Gang. Jetzt sehen wir es, den zweiten Gang kannst du halt ein bisschen schneller fahren, weißt du? Ja. Das heißt, du holst da, du kannst eigentlich easy peasy aufholen, weil ich halt wirklich mit 9, 10 km/h durchkämpfe. Und ich muss halt auch immer schauen, wohin dann du durch den Schnee schiebst, nachdem ich durch bin, also. Ja. Ich muss den irgendwann zur Seite dann schieben. In der Kurve habe ich dir jetzt so viel Platz gelassen, dass du ihn alles nach innen schieben kannst, weißt du? Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich fahre das Fahrzeug noch weiter. Weil ich sehe jetzt nicht ein neues. Das ist das eine, aber ich sehe jetzt nicht ein neues Fahrzeug zu holen. Wobei, eigentlich kann ich das ja machen, weil ich kann ja dann mit dem anderen vorher zu herfließen, weißt du? Die können wir einfach irgendwo stehen lassen, weißt du? Ja. Ich seh dich. Also Schneeschieben, das macht schon Spaß. Irgendwie schon, ja. Das können sie auch standardmäßig in der LSM bauen. Ja, zumindest für gewisse Maps. Also ja, sie können es ja, sie können es ja wählbar machen, weißt du, dass sie sagen, hier so. Oder so, ja. Wenn du den Modi auswählst, spielst du mit Season, also dass auch Schnee liegt und so. Wenn du den Modi auswählst, spielst du ohne. Ich glaube, wenn standardmäßig Pills machen, ist auch viel mehr, weil dann kannst du halt überall mit Schneeschild oder Schneefriese fahren, weißt du. Das stimmt, ja.
So, ist jetzt blöd. So, jetzt fahren wir gerade noch davor. Dann fahren wir dann in den Feldweg rein, dann können wir dann den Waldhang nicht hinstellen. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen gerade mal den Daniel da unten vom Rumflitzen zu. Wir sehen uns in der nächsten Folge Walchen. Bis dahin. Servus. Servus.